Ein herzliches Quacken, willkommen zu einer weiteren Runde Space Engineers und hier wie immer in Knallrot, der liebe Minias. Hallo Ente, grüß dich in Gelb. Yay. Ja, wir haben gerade gesagt, wir freuen uns echt darüber, dass man standardmäßig die Farben behält, wenn man auf dem Server connected oder halt disconnected. Richtig, richtig. Dahinter uns schwebt die verkrüppelte Katzenpfote. Hat ja geregnet, die wird schon weg. Was immer noch nicht gefixt haben, ist die Grafik. Ja, das flimmert immer noch, das hier immer noch Flimmer Engineers. Ja. Und wie ihr seht, haben wir den Spielstand vom letzten Mal zurückgesetzt. Wir haben ja gesagt, dass wir da gespeichert hatten vor den Triebwerkversuchen. Und es kam in den Kommentaren, dass ein Titan-Engine-Triebwerk ungefähr drei große Triebwerke sind. Große Triebwerke ersetzt. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil ich finde das Größenverhältnis zwischen Triebwerken natürlich immens. Ja, man sollte davon ausgehen. Das heißt aber auch, wir können hier das Triebwerk entfernen. Ich habe die Spiegelachse angehabt. Und ich setze Triebwerk und du machst Hubsch. Okay. Die gehen zwei beieinander, wa? Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Eckenprinzip fortsetzen. Irgendwie sowas haben wir gesagt, ne? Das heißt, es müsste so aussehen, oder? Nee. Nein? Über, nebeneinander und dann oben ins Quer? Nee, das war schon richtig. Nur man muss einen Abstand in die Mitte. Achso, damit es symmetrisch sein soll. Synchron, ja, genau. Symmetrisch, propetrisch. So. Dann so. Und eins. So. So, das heißt, ich mache hier. Dann können wir nämlich die Flügel auch noch nutzen. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt mit kleinen Triebwerken arbeiten, dass wir halt das auch noch gut ausnutzen können. Von der Fläche insgesamt. Achso, wir müssen noch mehr setzen. Ich müsste ja noch eins quer setzen. Genau, du musst noch hier eins hochkant setzen. Das ist ja drei, das müsste ja passen, so in etwa. Oh. Das muss ja dann irgendwie so. Bin ich blöd? Warum dreht sich das? Ah, jetzt. Eins nach innen. So. So. Oder eins, nee, eins höher, oder? Eins höher noch, genau. So. Und da wieder zu. So. Dann müsste das auf jeden Fall reichen. Das heißt so, aber ja, auch mit den Triebwerken, wir können, also vielleicht informativ, wir sind natürlich in einer neuen Aufnahmesession, denn wir haben ja hier Server gestoppt, gestartet, bla bla bla. Wir können auf jeden Fall diese, wir gehen mal hier oben, wo die Löcher sind, diese Triebwerke nach oben, nach unten aber auch ersetzen. Denn so ganz so hübsch ist das ja nicht. Und es nimmt halt auch innen extrem viel Platz weg, ne? Ja, ja. So, dann haben wir die raus und da drin müsste es nochmal zwei geben. Uiuiui, das hat echt Abmaße, das Ding. Das hat einfach mal unfassbar viel Platz weggenommen. So. Aber wir sollten die ein bisschen versenken, gell? Damit es ein bisschen hübsch aussieht. Die Triebwerke meine ich. Ja, das, also dass nicht die Spitzen unten rausgucken oder oben. Dann würde ich sagen, fangen wir doch hier unten an, oder? Ich lösche gerade wieder die Zwischenwände, die wir gemacht hatten. Ja. Weil die waren auch nicht allzu hübsch. Dann müssen wir aber hier. Dann müssen wir hier drei setzen. Zack. Jetzt müsste ich rein theoretisch genügend setzen können. So, wir hatten zweimal. Das heißt, wir müssen mindestens sechs von den Triebwerken setzen. Das heißt auch, wir brauchen auf jeder Seite drei. Das heißt, wir können die quer setzen. Eins. Oh, ich stehe mitten drin. Ach so, nee, das war dumm. Nein, das war dumm. Ah, nee, Moment, die sind ja vier hoch. Aha. Vier hoch sind die? Das, ja, ja. Vier Blöcke, so. Und jetzt können wir die so, so, so. Eine Kante muss noch raus. So. Machen wir hier noch eine Kante hin. Ups. So, und dann wieder auf die 6 und zack. So, das müsste jetzt eigentlich reichen. Das ist jetzt der. Komm, wir machen lieber noch ein paar mehr, oder? Ach ne, geht nicht. Ne, geht nicht. Das funktioniert nicht. Ach, so machst du die? So könnten wir die theoretisch ja auch oben machen, ne? Ja. Ich habe jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wie breit. Ich habe jetzt einfach das angenommen. Ich baue das jetzt mal hier wieder zu. Aber wollen wir erstmal testen, ob es langt oder soll ich einfach. Wie hast du die nach innen versetzt? Also inwieweit? Warte, ich guck von unten. Naja, gut, aber deine Schräge und meine Schräge ist doch. Achso, von der Mittelachse könnte ich dir ja sagen, ne? Von der Mittelachse aus, also du hast den mittleren Punkt, dann 1, 2 frei und dann fangen die Triebwerke an. Oh. Also 2 zu jeder Seite. Also die Mittelachse ist ja ein Punkt und 2. Also hier. Achso, so hast du das gemeint, okay. So, ja, jetzt. Das meine ich.
Ich überlege jetzt, ob wir halt noch mehr reinsetzen. Damit wir da auf jeden Fall, also mehr ist ja besser, ne? Ja. Aber weißt du, was wir machen können? Wir können einfach diese Reihe verlängern, dass wir so mal 4 auf jeder Seite haben. Weißt du, was ich meine? Damit können wir die Mitte nämlich zubauen. You know what I mean? Ja, ich weiß, was du meinst. Fühlst du, wie ich denk. Zack. So, das müsste so gehen. Und dann nehmen wir das raus. So. Das kann drin bleiben. Mach ich auch hier den Boden wieder zu. Ich finde es total cool, dass wir jetzt mit diesem, bin ich sehr anstrengenden Hüllenbau fertig sind. Ja, dass wir uns bald um den Innenausbau kümmern können. Das macht mir irgendwie mehr Spaß als der Rest. So, das müsste aber dann lang. Dann verkapsel ich das ganze Ding nochmal. Damit wir. Minjas. So. Hallo? Dass diese Truster, dass einen diese Bremsdüsen eigentlich mehr gescheit abbremsen, behindert einen so derbe, wenn du dich irgendwie frei bewegst und dann setzen willst, weißt du, so gerade so Platten ziehst. Ja, das ist total ätzend. So. Vor allem, weil die halt einfach wirklich kaum was bringen mittlerweile. Nehmen auch mal die Zwischenwand hier wieder raus. Bei der Sicht. Nach vorne Dosch. So. Hoppa. Also die Triebwerke sind eingebaut. Ja, ich muss die gerade noch mal von außen gucken, wieder zu Ach, du hast die komplett drüber zugebaut. Ich habe die nur jeweils links und rechts zugebaut. Aber gut, ich mache das auch dann komplett dicht. Dann weiß man da, dass die Triebwerke drunter sitzen. Ja, von oben könntest du halt sonst reingucken, ne? Wenn da halt Lücken ist, sind. Nee. Also, nein. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber nee. Von oben, du meinst von außen. Ja. Yeah. Nee, ich habe die beiden, voll angeschlagen. Ich habe die beiden zugemacht, also verkapselt sozusagen. Aber weil ich habe ja noch einen Block auf jeder Seite. Mhm. Moment, ich habe aber 4. Ach so, du hast nur 3. Ah. Ja, weil wir haben doch hier diese Schrägen drin. Ja. Mehr passt da nicht, ne? Wir können weiter vorne genau dasselbe nochmal machen, theoretisch. Mhm. Jetzt direkt im Anschluss oder weiter unten nochmal? Nee. Wir haben oben 3 Abstand. Da würde ich hier, also ja, so mehr als 3. Würde ich hier vielleicht nochmal 3 machen. Wo ich bin, hier so? Da? Genau, ja. Okay. Ich habe unten nämlich 4 jetzt gesetzt, also in der Breite, weil es halt einfach breiter ist, der komplette. Wieso ist denn eine Block? Hä? Wieso hat er nicht synchron gesetzt? Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier jetzt brummt's, wie du hörst. Passt das von der Höhe? Kriegst du da eine Triebwerke drauf? Nee, passt nicht. Ja gut, aber wir können, naja, Moment, doch, wir können ja Generatoren wegnehmen. Wir können ja Reaktor groß. Ich kann ja hier oben schon mit leiser, hast du gemerkt? Der Geräuschpegel ist direkt gesenkt. Ja, die kannst du aber nochmal vorne dran setzen oder so irgendwie. Die Gewerkschaft der Raumfahrer freut sich. Wie tief ist denn das? Das passt ein bisschen. Passt? Okay. Ich glaube doch, ja. Dann höchstens. Nee, das passt nicht. Die stehen Nummer 1 in diese Lücke rein. Dann nehme ich einfach die Reihe auch nochmal weg. Dann können wir das auch ein bisschen abschotten hier, oder? Stimmt, die stehen Nummer 1 in die Hütte rein, ja. So. Dann können wir auch hier eine Wand einziehen. Und das ein bisschen schützen vor den. Weil du weißt ja, die Triebwerke haben ja gerne mal eine Kettenreaktion. Ja, das haben wir das ein oder andere Mal schon erlebt. Absolut. So, du musst lang. Achso, fuck. Ich will aber die Wand von innen dann weiß machen. Ich denke, das sieht schöner aus. Ich kann es ja innen setzen. Also ich bin jetzt drin, ich habe ja weiß angewählt. Nein, ich kann nicht setzen, weil... Leckt mich doch am Arsch, die Steuerung. So. Dann machen wir hier noch zu. So. Aber fertig. Im Maschinenraum. Weißt du was, ich setze jetzt einfach nochmal eine Reihe Generatoren, Triebwerke, weil die stören uns ja nicht. Ach, Triebwerke, was sage ich denn, Reaktoren. Reaktoren war schon richtig, ja. Und dann verkapsel ich das Ding, dann mache ich hier zu, weil wir müssen ja eh nicht ran. Das stimmt, so. Ja. So, haben wir nochmal 2 gesetzt, das sollte auf jeden Fall reichen. Und dann bauen wir das hier mit einer hübschen, aber nicht minder schönen
Nee. Mit einer nicht so hübschen Wand zu. Dann mache ich auch hier die Wände zu. Dass man an der Seite. Oder soll man an der Seite durchfliegen können? Ich meine, hier wäre ein Gang breit, dass man an den Generatoren vorbeigehen kann. Man könnte jetzt Türen machen an den Seiten und reingehen. Wo bin ich? Ach, du hast mich eingesperrt. Ich konnte, okay. Oh, ich konnte nicht raus. Alles klar. Jetzt bin ich raus. Man könnte hier an den Seiten durchgehen, dass man, sagen wir mal, so einen Maschinenraum begehen kann. Ja, fände ich gar nicht so verkehrt eigentlich. Mache ich das mal hier zu. Wie sieht es denn aus, wenn man hier so reinlaufen tut? Ja, ja, genau. Man kommt ja hier zwischendurch, also das passt schon, genug Platz ist. So. So, das ist ja jetzt hier ein 2, dann machen wir die Seitenwand noch zu. Geh mal weg da, bitte. Ja. So, und so. Und, Moment, die Shots sind aber nicht, sind die 4 oder 1? Die was? Diese... Wo haben wir denn diese Druckschleusen? Wollen wir die nehmen? Wir hatten doch extra so eine Fabriktür gedöhnt. Ah, so eine Schiebtür, ne? Ja. Oh, ich sehe es nicht. Wo ist die Tür? Wer kam auf die Idee, so viele Mods einzubauen? Ein Spielautomat können wir setzen, den hätte ich jetzt sofort gesehen. Advanced Rotor, ist der neu? Den Block kann ich ja, der kam nicht. Im letzten Patch. Das habe ich letztes Mal auch gefragt, im letzten Video. Das war schon wieder verdrängt. Mann, ist das viel. Ich finde die Tür auch nicht. Wo ist sie denn hin? Die hat bestimmt wieder eine andere... Die wurde bestimmt wieder umsortiert. Jetzt ist irgendwo hier oben oder so. Oder sie gibt's nicht. Da unten sind die Druckschleusen, die kenne ich. Dann haben wir die versetzten Triebwerke. Oh, wir sind aber auch Idioten. Wir haben doch extra kaschierte Triebwerke drin. Wir haben hier extra... Ja, das ist aber schon... Die stimmt. Haben die Small Thruster Armor haben wir hier drin. Aber das sind True. Small. Small Armor Thruster. Es gibt keine großen, das sind kleine, oder? Gucken wir das mal an. Was sind der Fans? Hatten wir Fans schon die ganze Zeit oder sind die jetzt auch vom Zäune. Game? Ja. Die sind, meines Erachtens waren die da drin. Echt? Ich hab die noch nie gesehen. So, Zäune gab's. Das wird aber. Wo siehst du die denn? Hier, schon gerade. Railing. Wo sind denn die Zäune? Komm nach den Spielautomaten. Kommen Zäune. Und die kannte ich noch nicht. Und ich wüsste nicht, dass die Spielautomaten kommen bei mir. Oh nee. Telefon! Sorry. Ey, das ist ja aber cool. Ich glaube, das ist aber vom Game. Sorry, das war schwierig. Muss mal kurz informieren. Kein Problem. Ich hätte mal Bescheid sagen sollen. Aber die Zäune sind... Was ist das? Wo siehst du denn die Zäune? Weil bei mir kommen nach den Spielautomaten kommen Bench, also Bänke. Ich habe keine Zäune drin. Warum habe ich denn Zäune? Fans? Ich habe... Hast du irgendeinen Mod? Ja, aber warum habe ich den da? Ich kann die hier setzen. Siehst du die? Moment, ich komme mal zu dir runter. Ich bin jetzt hier... Oh nee, das ist die falsche Richtung. Das Raumschiff ist so groß, dass man sich verläuft. So, ich komme. Oh, angedotzt. Schädelbrummen, bis morgen früh. Was sind denn das? Du siehst sie also auch. Ja. Und das ist sogar ein mit Tor, so, das mit, funktioniert. Mit, guck mit mal so hier, Schildern Achtung. Dran. Neum. Hä? Übersehe ich das einfach nur? Die sehen auch auf dem Piktogramm so aus, ja? Die sehen auch so aus, ja. Ich hab bei mir die ganzen Sign-Dinger, die wir haben, dann kommt hier Titan Engine, dann kommen die... Drei Dinger und dann kommt, Dinger, bei, mir direkt, kommt bei mir direkt dann die... Die Bench, die Bench, drei Stück, dann zwei Betten und danach kommt Ah, da Zäune. Fans, ja jetzt, dann sehe ich sie, ja, ja, alles klar. Mhm. Aber was Zäune jetzt im Weltraum sollen, ist eine gute Frage, aber übrigens danach kommen die Türen, die wir gesucht haben. Keep out, high voltage. Industrial Echt? Door. Outside. Ach, das sind Tatsache. Also nur so. Ich hab die immer noch nicht gesehen gehabt. Okay, ich setz die mal. Ja, aber ein bisschen komisch, oder? Im Weltraum Zäune? Naja, wenn du so irgendwie... Boah, ja, keine Ahnung. Irgendeinen Nutzen gibt's bestimmt dafür. Wow. Also ich find's jetzt nicht schlecht eigentlich, aber... Achso, der schon. So,
Türen sind drin. Ja, sehr schön, sehr schön. Machen wir hier in der Mitte noch zu. Habe ich das Telefon nicht stumm gemacht? Mann, Mann, Mann. Ist ja ein Loch noch im Boden. So, hier unten sind jetzt nur die Triebwerke, die durchgucken. Das sind die dicken Knuppel hier. Aber das heißt auch, dass die Covered Thruster sind nur kleiner, also die brauchen wir gar nicht zu setzen. Sind nur kleiner, okay. Ja, ja, ja. Gut, dann haben wir jetzt für oben und unten. Dann haben wir für gegen. Ja. Sollen wir unten vielleicht auch nochmal mehr reinsetzen für nach oben, nach unten? Obwohl, da sind vier drin und oben sind es halt diese Doppelreihe wegen dem Abstand. Ja, dann müsste es doch gehen, oder? Machen wir nochmal einen Probeflug? Müsste doch, ja. Dann machen wir mal 0 und Escape und lieber mal speichern und zack. Und Escape und jetzt könnten wir loslegen. Jo. Ja, ich mache hier gerade nur noch gegen schrägen. Wo machst du? Bist du drin oder draußen? Ich bin drin. Oh Gott, das ist. Ich krieg hier gleich schon Preschreiz des Todes. Ist aber groß hier drin, muss man schon sagen. Wo hast du schrägen gesetzt? Ja, da. Und das Triebwerk. Fliegst fast gegen. Der dicke Klotz. Ach, hier. Ach, da oben. Ja. Alles klar. Ja. So. Dann Probeflug. Wo hat man einen Sitz oben zwischen den Dingern? Oben, ja. Genau. Ja, ja, ja. Und hier unten war offen, weil wir hier. Weiß ich nicht. Weil wir am Aushöhlen waren und einfach dann gucken, wie wir den Raum nutzen. Weil wir haben ja hier massig Raum und das. Ja, wobei wir müssen eigentlich gar nicht mehr aushöhlen, weil wir wissen ja, wie viel Zeug und Antrieb und so wir brauchen, damit es trotzdem fliegt, also. So, ich hab mal zugemacht da unten, damit hier nicht während der Beschleunigungsphase irgendwie Luftzug entsteht und das Raumschiff implodiert. Ja. Magst du fliegen, oder? Ja, kann ich mal machen. Ja. Dann guck ich mir das nämlich mal von außen an. Gerne. Ich glaube, hier oben zwischen den Finnen war hier irgendwie ein. Genau, da direkt zwischen ist. Sessel zum. Oh Gott, da sitzt. Gespeichert hat man, ne? Ich hatte gespeichert. Gerade nochmal einfach. Also wir machen sicherheitshalber nochmal, weil ich weiß nicht, was du in der Zeit gebaut hast, wo ich hier gespeichert habe. Welt created. Für euer Verständnis, das mit dem Speichern ist nur so, dass man sich lokal das Spiel nochmal auf die Platte speichert. Der Server, den interessiert das nicht, ob man speichert. Man muss dann praktisch die Dateien händisch rüber kopieren, um diesen Spielstand wieder, benutzen zu können. Genau, man muss einfach das lokale Spiel, das man jetzt abspeichert, wieder hochladen. So, ich guck mal raus und scroll ganz raus. Aber ganz ehrlich, ob das jetzt hier 1:1 ist, das funktioniert sowieso nicht. Das ist nicht so. Okay, ich finde unser Beschleunigungstest viel schicker. Beschleunigungstest, das muss ich mir von der Seite am besten angucken, um irgendwie einen Fixpunkt zu haben. So, ich gebe Gas. Das ist mächtig. Bremsen? War das nicht irgendwie mit den. Bremsen? Oh. Haben sie die Kameras rausgenommen? War es nicht mit F8 die freie Kamera? Oh, weiß ich nicht. Ich nutze es gerade. Ich gucke gerade einfach von außen. So, ich flieg mal zurück. Funktioniert nicht mehr. Muss mal angucken. Energieverbrauch 1,4. Also es geht. Zurück. Ja. Ja. Es könnte noch ein bisschen mehr sein sogar. Ich überlege jetzt gerade, wo man noch was einbauen könnte. Wir machen mal einen anderen Versuch, das war jetzt vorn zurück, jetzt probieren wir mal den Schweben. Kriege ich da einen Fixpunkt? Ja. So, ich schwebe jetzt mal, ich gehe mal nach oben, ja? Ja. Oh. Da tut sich nichts. Oder bin ich da, kannst du mal von der Seite gucken? Da gebe tut jetzt Vollgas. Warte, ich muss erst stoppen, dann sehe ich das, aber. Aber sehr minimal, ne? Doch, da tut sich was. Aber nur sehr langsam, oder? Sehe ich das falsch? Geht eigentlich. Ja? Ja. Ich habe keinen Fixpunkt, das ist mein Problem. Ja, steht im Hintergrund ein Asteroiden, über den du rüber lebst. Also es ist halt nicht schnell, aber ich meine, das ist halt auch ein Riesenschiff. Und warum sollte das einfach straight nach oben oder unten fliegen? Außer um so langsam irgendwo. Nee, ich dachte nur wegen dem. Oh, ich habe weit rausgescrollt. es ging mir einfach nur darum, wegen der Flex, wegen der, wie sagt man das? Agilität.
Wegen der Agilität. Ja, zum Steuern, weißt du, du musst ja die obere nutzt ja auch, um die Gyros zu unterstützen im Endeffekt. Ja, das stimmt. Oder sehe ich das falsch? Können wir nicht einfach das hier, guck mal, wenn man jetzt hier oben guckt, die hast du ja jeweils eine Reihe gesetzt, wa? Wenn man jetzt praktisch die Triebwerke, die sind drei lang. Wenn man die jetzt praktisch nochmal versetzt, bist du bei mir? Ich sehe dich. Ich bin oben drauf. Ja. Wenn man jetzt praktisch hier oben die Reihen verdoppelt. Also wenn man jetzt hier Triebwerk 6 umdrehen. Das sieht nicht so schön aus, wenn man das dann so hier nebeneinander macht. Ja, oder wir machen nochmal eine Reihe rein. Nochmal in die Spitze. Ja, vorne an der Spitze, das wollte ich gerade. Da fehlt auch was. Hier auf der Seite, da haben wir wohl mal die Spiegelachse ausgehabt. Wo? Was? Bei mir ist eine Lücke. Da fehlt diese Kante. So, du hast das mit zwei Abstand zur Reihe, zur Seite, ja. Mhm. Also. Die sind unterschiedlich lang, oder was? Kann das sein? Ach so, Moment. Drei quer. Okay, alles klar. So, dann sagen wir mal, in welchem Abstand? Wie viel haben wir da oben? Wir müssen hier hin. Hin, okay. Oh, das ist nicht gut. Das funktioniert aber nicht. Doch, wir könnten in den Generatorraum. Wir können hier die Generatoren rausnehmen. Ja, aber dann müssen wir jetzt wieder viel wegnehmen und dann müssen wir vorne den Raum nochmal länger machen. Wir müssen vier Generatoren. Ja, gut, das ist ja ein leichtes. Wir müssen jetzt vier Generatoren wegnehmen. Ja, aber pro Seite, ne? Ja. Naja, acht also insgesamt. Ist hier verkohlt oder ist mein Schatten? Ne, ist mein Schatten. Ich dachte jetzt gerade schon. So. Ist von der Höhe schon richtig? Ja. Echt? Oder? Haben die nicht bündig? Ne, die haben doch bündig abgeschlossen. Nee, eins höher kann sein. Eins höher, ja. Wollte gerade sagen. Eine Platte setzen am besten, das ist das Einfachste. Das ist auch kacke, dass wir jetzt hier die Rückwand nicht zusetzen können. So, passt. So ist doch gut. Passt schon, okay. Rams. Gut, haben wir das auch. Ach so, du meinst hier durchgucken, jetzt sehe ich, was du meinst. Ja, yeah, das habe ich gemeint. Aber das ist scheißegal. Ja, Gott. Die Fliegen können wir ab und zu entfernen, die werden des Flugs hier reinkommen. Ja. So, dann gucken wir uns das Ganze unten nochmal an. Wir brauchen jetzt immer noch 8 Reaktoren. Ja, mal testen. Also ich hatte eben eine Energieauslastung von 1,4%. Also. Oh. Ich behaupte jetzt mal, also zumindest beim Abbremsen. Wir brauchen also, keine Reaktoren. Nee, nicht nur bedingt. So, dann würde ich das hier unten einfach verlängern, oder? Das, was ich als auf der. Achso, ja, ja, das kann man einfach verlängern, ja. So, dann machen wir hier noch und dann haben wir es. Oh, okay. Dann machen wir hier einfach auch nochmal. Keine Ahnung, was haben wir oben? Wie viel willst du noch dran machen? 12 haben wir oben. Hier unten haben wir 8. Also 4, also 2 auf jeder Seite. Minimum, dann machen wir 3 auf jeder Seite. Oh, hast du schon, okay. Okay, das ist für 3 auf jeder Seite. So. So müsste es gehen, wa? So, jetzt machen wir 6. So. 1. So. 3. Nein, scheiße. Ja, wir können jetzt innen reingehen. Wir machen das jetzt innen hübsch. Jetzt machen wir erstmal einen Flugtest. Also, weißt du, nach oben, nach unten. Die Gegenschub müsste man eventuell auch noch ausbauen. Da sehe ich allerdings im Moment kein Optimierungspotenzial irgendwie. Doch, wir könnten hier wir können auf jeder Seite noch einen von den großen einbauen, oder? Nee, ist 3 hoch. Nee, es funktioniert nicht. Richtig. Nee, das funktioniert nicht. Und oben drauf geht auch nicht, wa? Also vorne an die Spitze. Von der Spitze haben wir keine Kante, die irgendwie hübsch genug ist, um Triebwerke reinzusetzen. Das Einzige, wir können noch oben welche zwischen den Turm setzen. Irgendwie hier rein. Das stimmt. Bisschen versetzt. Und zwar. Zack, 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 zack. Zack. Ich sehe es nicht. Das ist so hell. Warum ist das auf einmal so hell? Hä? Jetzt. Wenn man die jetzt hier oben nebeneinander setzt, in diese Spitze rein.
Boah, wie die Kamera manchmal einfach so rumspielt. Wir machen das in der nächsten Folge. Wir machen das in der nächsten Folge. Ne? Ja, stimmt. Wir sind ja schon wieder bei 25 Minuten. Ja. Wir machen in der nächsten Folge noch ein bisschen Optimierung von Triebwerken. Schauen wir, wie der Energieverbrauch aussieht. Also machen wir Anfang der nächsten Folge, werden wir noch ein paar Gegentriebwerke setzen. Und dann sollte der Antrieb gewährleistet sein, hauen wir noch die Gyros rein und dann machen wir uns einen Innenausbau. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber... Ja, vor allem Innenausbau, ich meine, das ist aber dann auch interessanter, ne? Also das ist interessanter und spaßiger zu bauen und auch zum Angucken. Aber wir haben sehr viel Platz für sehr viel Innenausbau. Genau. Also von daher. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann wie immer lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen schon wieder. Genau. Macht's gut, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.